auch so eine Sache, die ich nicht mehr im Kopf hatte. Beziehungsweise wir hatten bisher noch keine Fee gesehen. Was kaputt ist? Okay. Kann man sie mit Hilfe von R werfen, meinst du? Okay, pass auf. Es gibt zwei Dinge, die ich gerne machen wollen würde. Erstmal würde ich gerne nach Kakariko. Und in Kakariko möchte ich gerne die Ausdauer erhöhen. Zumindest mal ein bisschen. Und dann überlege ich mir tatsächlich, ob wir nicht erstmal nach Norden gehen, da wo wir eben waren, nur noch nach Norden gehen. Und vielleicht dort noch einen Schrein machen. Einfach nur, damit wir uns teleportieren können. Oh, da hinten ist das, was es nicht sein sollte. Und wir könnten hier tatsächlich auch kochen. Das wäre auch noch so eine Sache. Aber als allererstes Ausdauer. Noch keine 4. Ich hab gedacht 3. Na gut, okay. Nun gut. Er übt. Ich will kein Top. Nee. Ich würde gerne kochen. Ah ja. 1, 2, 3. Ich probiere eins nach dem anderen nochmal aus. Ein Fleischspieß mit Pilzen. Okay. Ach, Materialtasche sortiert. Okay. In die Hand. Und dem da. Und probieren wir mal. Keine Ahnung, ob das was wird. Kraftdampffisch. Wird deine Angriffskraft feines Gericht, bei dem frischer Fisch mit duftendem Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Jesus. Was da nicht alles gemischt wird. Hab ich Insekten? Ja. Ich weiß nicht, was das wird. Eine Elektromedizin. Ist doch schon mal was. Ich würde gerne einen Schrotlotus, eine Banane und das hier mal mitnehmen. Oh, so ein Mango-Curry hier. Kochobst, das ist okay. Ich hab sehr... Ich nehme mal 5 in die Hand, keine Ahnung, was passiert. Kochobst. Halt gut was. Was, wenn ich 3 reinwerfe? Okay, also das gibt dann immer das, was man braucht. Ich probiere mal was ganz Wildes. Was ist das? Ein Schleichpilzspieß. Leiser schleichen. Das ist auch was Gutes. Ein Spurtling, ein Rüstling, ein Ausdauerling. Ich nehme mal 3 in die Hand. Wir haben ja genug davon.
Mhm. Ausdauerpilzspieß. Füllt die Ausdauer aus. Auf. Ausdauer aus. Füllt sie aus. Ermalt sie aus. Machen wir es mal so, so. Und machen mal Maxi-Trüffel nicht. Machen wir mal sowas. Nuss mit Kraut und Fleisch. Dampffleisch. Das ist doch schön. In die Hand. Mit einer Vogelnuss und einem Apfel. Machen wir es ausprobieren. Kochobst. Das ist fair. Ich mach mal hier mit einem Fleisch rein. Apfel mit Chili und Fleisch. Sehr gut. Scharfes Kochobst. Kann man hier was? Okay, herausragende Medizin. Mal probiert's. Scheint nicht giftig zu sein. Nun gut. Ich kann hier ein paar Sachen auch verscherbeln. Bisschen was haben wir ja mitgenommen. Hi. Wie kann ich dir helfen? Kaufen Sie auch? Genau. Dann können wir nämlich hier... Ja, können wir mal ein paar... Kaufen wir mal 5 Stück. Ein paar Rubinchen. Und dann haben wir hier einen Bernstein. Sehr schön, danke. Ein Opal. Ich muss echt ein bisschen was verkaufen, weil... Auch hier so. Machen wir mal 15. So viel bringt's ja nicht, aber ich brauche zum Beispiel mal Pfeile oder so. Ein Bockblindhauer. Kriegt sie 20 von. Ja, kriegen wir 170 Rubine. Okay, dann haben wir hier natürlich noch gutes Zeug. Ich mach's erstmal so. Ja, bin ich glücklich. Oh, ja. Nö. Das ist okay. Hier gibt's Bockblenherzen, Ziegenbutter, Eier. Okay. Gut, das hätten wir auch. Wir haben schon wieder spät. Wisst ihr, was wir noch... Eine Sache probiere ich noch und dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch das ein oder andere uns noch anschauen. Müssen wir mal aufschreiben, was wir da eigentlich brauchen bei denen. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ah ja, es sind schon schwieriger zu hören, das perfekte Wetter, um sich am Monster heranzuschleichen. Schön. Ah ja, hier ist ein schöner Zettel. Ich notiere mir das gleich mal. Nabend. Hier, antike Materialien. Stasis-Modul. Dann hätte ich gerne 3 antike Reaktoren. Ich hab's mir. Moment. Okay. Haben wir natürlich nicht. Oder doch? Ja, sag ich doch. Gut. Stasis-Modul. Ja, was ist los? Du scheinst 3 davon gefunden zu haben. Passt schon. Oh, ich habe keinen Bock auf Blutlinge zu suchen.
Okay, dann hätten wir das auch, dann können wir damit nichts machen. Irgendwann müssen wir da hoch. Also ich will da einfach hoch. Ich weiß nicht, welcher das hier ist. Das scheint hier unten die Gerudo-Wüste zu sein. Das weiß ich nicht. Und hier können wir mal von Weitem schauen. Einfach nur, damit wir wissen, was uns beim nächsten Mal erwartet für ein Level. Wenn du beim Reiten mit Feinden kämpfst, ist es hilfreich, sich mit Hilfe von... anzufassen. Vielleicht finden wir direkt einen Tempel oder so, wenn wir da hochgehen und dann sage ich es euch, was wir da... Ja, was uns erwartet. Ich weiß nicht mal, ob es die Ornis sind oder was auch immer. Okay. Muss ich gerade mal gucken. Genau die andere. Ach, da waren wir ja. Da, wo wir voll einen auf den Latz geknallt bekommen haben, da hinten. Aber wir sind besser gerüstet. Ich versuche da hoch zu klettern. Wir gucken und dann geht's los. Wir müssen da... Ja genau, hier bin ich gestorben beim letzten Mal. So ein Schabernack. Das ist ja schön. Okay, danke. Was, worüber ich mich ehrlich gesagt gerade sehr freue, das ist mal so eine kleine Abwechslung zu vielen Spielen, gerade zum Beispiel Gothic, dass ich mich... Oh, guck mal, da ist doch direkt einer. Und da hinten ist direkt der Turm. Ach, das ist das Feuerding hier jetzt. Na gut. Der Punkt ist, ich bin so happy, gerade mich nicht... Warte mal. Das ist... Nein, das ist eine andere Insel. Nicht die ganze Zeit leveln zu müssen. Das ist ein anderes Land, ne? Brüder? Es ist da, da klettert das Monster, genau. Ich will mir nur das da unten holen. Dann haben wir zumindest wieder ein Puzzle. Genau, wir fliegen ein bisschen anders. Tatsächlich müssten wir halt instant rechts lang. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Dann machen wir noch den Tempel hier. So. Ich war heiß. Ja, tschüss. Das ist halt genau... Ja, da ist es der Gorone? Ich weiß es nicht. Aber Goron, Vulkan, das passt immer sehr gut. War doch so, oder? Oh nein. Ich habe einen Feuerfall. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ein Exalfuss. Ja, Kollege. Eine Stachelbocklanze. Nimm mal mit. Können wir irgendwie hier rein? Ich glaube tatsächlich, wir brauchen Feuer. Feuer. Tschüss gehen. Tschüss gehen. Ja, gut. Das haben wir nicht hinbekommen. Okay, gut. Ich probiere es mal mit einem Feuerfall. Ein paar haben wir ja. Mhm.
Yep. Sehr schön. Bei dem anderen hätten wir das auch machen können. Ui. Ruckelt jetzt aber. Ich hab Wild gefunden. Das machen wir jetzt aber. Gut. Gut. Zumindest noch das eine. Ja, zumindest noch das eine. Apropos, ich könnte auch nicht mal wieder den Bogen nehmen. Überspringen direkt. So. Im Regensee, ja, das wissen wir ja schon. Solange du nicht so viel ficken bist. Okay, ich habe Angst vor der Prüfung. Okay, also hier. Okay. Das war ja jetzt nicht so schwer. Glaube ich. Ah, Moment. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich behaupte es mal. Es geht nicht anders. Entweder muss ich das Ding nochmal treffen. Okay. Aber es ist genau das nicht eingetroffen, was ich gebraucht habe. Das ist blöd. Nein. Nein, so. Genau so. Nehmen. So wie ein Fass halt auch liegen kann. Herr Gott sakrament. So. Schubsi. Lange. Mach jetzt kein Fetz. Könnte was werden. Kann ich nicht versprechen. Wobei, wir könnten einfach das Ding drehen lassen. Bis zum Sankt Nimala 1 Tor. Guck mal hier, Longe. Ei. Zu spät.
gerade untergegangen. Genau im letzten Moment. Alles klar, Mann. Okay, pass auf. Wir drehen jetzt mal richtig fest, hör mal. Nein, 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 nein. Aber immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt ist schon mal das Wasser oben. So. Jetzt muss ich das so drehen. Lange. Dass es gerade so runter geht. Ajo. Hab ich es dir doch gesagt. Okay, ich habe gedacht, man kann das eleganter lösen, indem es dann runterrollt, aber es rollt nicht runter. Das ist okay. Oh, warte mal. Ei, könnte man machen. Ist mir jetzt wurscht. Okay. Puh. Haben wir es also auch geschafft. Ja, ja, ich weiß. Ibims. Ibims, euer Freund und Helve. Ja. Ja, alles aufgeladen. Ich weiß. Passt. Dann heißt es jetzt. Mal fliege. Zurück. 16 Tempel, kann das sein? Haben wir so viele Tempel gemacht? Wo stehst du hin, ja? Digga. Warte mal. Da hinten ist etwas anderes. Da hinten ist der nächste. So, den machen wir danach. Sonst dreh ich noch durch, hör mal. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Schrein dann. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet auf dem Dings. Zumal wir sind halt null wärmeresistent gerade. Das ist, glaube ich, so mitunter das Schlimmste. Dementsprechend bekommen wir wahrscheinlich eine Rüstung, die uns gegen Wärme schützt. Und das ist nicht so einfach alles. Ja. Bitte. Ausdauer. Ja. So sei es. Endlich. Endlich. Oh. Ein Ausdauer-Container. Das hat nur mal einen richtigen Schub gegeben. Dann kann man jetzt auch ein bisschen rennen, ne? Gibt es hier irgendwo aus? Bis zum Nähen, ne? Was hat sie denn? Ah ja, doch, hier. Ich brauche Holzpfeile. Ja, ja, hier nimm. Take this. Na, Feuerpfeile brauche ich nicht. Als Jutermann. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.